Ich frage mich aber trotzdem, wie ich die Freunde totkriegen soll. Also auch wenn ich stärker bin, weil es sind halt so viele. Komme ich irgendwie an das Loot ran? Ich meine, das war nur Gold, aber trotzdem. Die rennen auch immer nur vorwärts und rückwärts. Oder rennen die noch ein bisschen weiter weg? Ah, sie rennen. Nee. Scheiße, die patrouillieren. Naja, komme ich nie ran. Keine Chance. Dann müssen die paar Gold da leider auf dem Boden bleiben. Meine Chancen sind eher gering. Schade, ich hätte echt gerne gewusst, was das vom Bauwerk da hinten ist. Wahrscheinlich irgendwas mit einem schwarzen Ring, würde ich mal stark vermuten, weil wenn da die Speer des schwarzen Ringes 11 rumlaufen, dann ist der Schluss wahrscheinlich recht nah. Und er mit seinen Huhn. Wer tut denn sowas? So Seelen verbinden. Das ist ja. Oh, was ist denn da? Enten. Wie man nichts treffen kann in diesem Spiel, wenn man es nicht anvisiert. Okay, Enten werde ich in Zukunft nicht mehr töten. Das tut mir nur leid um die armen Enten. Und es bringt auch nichts. Also, loot-technisch. So, okay, ich glaube, in diesem Hinterteil des. Also, wie gesagt, mir wurde gesagt, irgendwo, ich habe was im Hinterteil des Tals übersehen. Oder im hinteren Teil. Und ich glaube, damit war dieser Teil gemeint. Weil hier war ich tatsächlich noch nicht. Naja, okay, so viel ist hier auch gar nicht, aber. Ich war hier halt noch nicht. Ja, mal kicken. Da hinten rennt auf jeden Fall. Hab ich gerade das Kaninchen angesprungen? Na egal. Hier ist auf jeden Fall ein Wegpunktschrein. Speichern wir mal ab. Hoffen wir, dass wir mit Hälfte leben. Das sind, glaube ich, nur Goblins, ne? Die haben ja keine Bogen. Die können sich ja zum Glück keine Bogen schützen. Oh, es sind wirklich nur Goblins. Oh, wie geil. Nein, der Feuerball ging ja völlig daneben. Noch nicht. Ruhe, habe ich natürlich. Jetzt hab ich doch mal Ruhe. Ach, die werden wieder geheilt. Ah, das ist ärgerlich. Ah, die hätte ich auch im Nahkampf nicht erschrecken können, sehe ich gerade. Ich bin schwer verletzt. Ja, das die sind schwerer verletzt. Ach, echt? So schnell? Ich hatte das Mana gar nicht so in Erinnerung, dass es so schnell geht. Na gut, dann mach ich so. Oh. Ich bin schwer verletzt. Oh Mann, die schießen schon im Wechseltakt. Doof. Jungs, einigt euch bitte mal auf gleichzeitig schießen. Hallo? Oh, was ist das für eine Bergkante hier? Kann ich die treffen? Nee, eher nicht so. Ja, Jungs, gleichzeitig zaubern, nicht ich abwechseln. Gar nicht gut. Kann ich mich zwei Pfeile raushauen statt nur einen? Gut. Wo ist der andere hin? Ist er wieder zurückgerannt? Jedes leichtes Eisenflammenschwert. Ja, er ist wieder zurückgerannt. Naja, gut. Ach, ich quicksave einfach mal. So doll waren meine Verluste jetzt auch nicht. Ach, da sind ja noch. Oh, wie viele sind denn da noch? Ja, ich glaube, der Bogen war so mit die beste Idee. Ich glaube, ich sollte wirklich auf Bogen umschulen. Scheinbar ist das Spiel am einfachsten mit Bogen. Ich meine, vor Nahkämpfer kann man wegspringen, Ewigkeiten. Obwohl, deine konnte so lustig ranchargen, aber mit wegspringen auch nicht mehr so doll. So, das ist übrigens der Schrein im Tal Westen. Okay, alles klar. Na, gut. Ja, Enten umbringen war ja nicht so gewinnbringend. Oh, was ist denn hier für eine Hütte? Kann man hier was holen? Eine Schmiede! Und ein Leuchtturm. Ein Wunschbrunnen? Moment mal. Grundgütiger, da ist Ihr Besuch. In dieser Ecke des Tals bekommt man nicht häufig andere Leute zu Gesicht. Ich bin Treavan. Treavan, was, Die genau. Abgeschiedenheit, Drachentöter. Die Möglichkeit, ungestört mit meiner Bezauberungsmaschine arbeiten zu können. Das ist interessant. Waffen, Rüstungen, Ringe. Ich fertige alles an, was Ihr wollt. Bögen, bitte. In der Stadt würde ich wahrscheinlich ein Vermögen verdienen. Aber Geld interessiert mich nicht. Sondern nur die Kunst der Bezauberung. Das ist aber schön, dass sich Geld nicht interessiert. Ihr müsst für die verwendeten Rohmaterialien bezahlen. Aber abgesehen davon, sicher. Verdammt. Die Maschine arbeitet mit Roteisenerz, das im Trümmertal reichlich vorhanden ist. In letzter Zeit ist es jedoch schwierig, an Vorräte heranzukommen. Oh, kein Problem, ich hab die da. Die Bergarbeiter eines recht neuen Stollens etwas südlich von hier bringen mir normalerweise jede Woche Eisenerz. Dieses Mal sind sie jedoch nicht gekommen. Ja. Bringt mir etwas davon und ich werfe die gute alte Maschine. Geht wohl.
Ja, ich hab da durch Zufall, hab ich da schon welches. Ihr wollt mir einen weiteren Besuch abstatten. Lebt wohl. Hä, was soll denn das? Ich hab Broteisenerz, tonnenweise. Wo ist es? Muss ich erst noch drauf tippen? Da, da! Nee, Kristall, verdammt. Da! Nee. Hab ich das vertickt? Nein, oder? Ich hab doch noch nie was verkauft. Oh, sag bloß nicht, ich hab das alle Roteisenerz verkauft. Eisenkies, ich hatte doch mal welches. Geschichte der Drachenritter? Nee, ich glaube, ich werde in Divinity keine Bücher vorlesen. Das Mordwettkampf ist ein Wunschbrunnen. Da kommt die nächste Seele auf der Suche nach Reichtum und Ruhm. Und ich kann euch dabei helfen. Wurde ich gerade von einem Haufen Steine angesprochen? In etwa, ja. Aber dieser Haufen Steine erwartet etwas mehr Höflichkeit und das mit gutem Grund. Flüster, flüster. Ich bin der Wunschbrunnen und ihr habt einen Wunsch frei. Ist also der Wunschbrunnen. Nein, es gibt noch andere, wenn auch nicht allzu viele. Oh. Es gab einen in Ferrol, der sich selbst den wunderbaren Wasserspender nannte. Stellt euch das mal vor. Jetzt lässt er die Wunschbrunnen über sich selber, oder was? Er war etwas hochnäsig, vor allem nachdem er einem Abenteurer einen Wunsch erfüllt hatte, der dann später der Göttliche werden sollte. Aha. Okay, ich Fein, denke... aber vergesst nicht. Nichts gefällt mir mehr als das Geräusch von Gold, wie es durch meinen Schacht fällt. Ich wusste doch, dass es etwas kosten würde. Nichts ist umsonst, oder? Selten. Sagen wir einfach, dass meine Stimmung davon abhängt, wie spendabel ihr seid. Aha. Ein paar Münzen lassen mich kalt. Ein voller Geldbeutel reizt mich sehr. Und ein königliches Vermögen bringt mich erst richtig in Fahrt. Nun. Das hat ja was mit Sex zu tun. Interessant, ne? 100 Gold. Ah, das ist in der Tat reizend. Schießt los. Hier, bitte sehr. Passt zu euren Augen. Leuchtend? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Im Maxos-Tempel zu sein. Ja, Drehwand dreht hier durch. Was habe ich denn jetzt hier, was habe ich jetzt gekriegt? Gar nichts, oder was? Doch, ich habe einen stürmischen, wertvollen Armreif des Wunschbrummens der Entladung. Bildstufe 11. Ey, der ist echt nicht schlecht. Ja, für 100 Gold ist das in Ordnung. Wie viel ist denn der Wert der Ring? Gar nichts. Stand das hier nicht mal? Gut, es steht hier... Ach, das kam ja auf dem Händler an. Naja, egal. Das ist also die... Sieht ja hochtechnisch aus. Und ich frage mich immer noch, warum ich kein Roteisenerz habe. Naja. Schlösserklang reicht nicht. Jetzt sollte ich mal wieder leveln. Fass. Habe ich irgendwas letztes Mal dazu genommen, was mich schneller riecht? Driabans Lager. Wie lautet das Kennwort? Das ist schade. Ja, wirklich. Total bedauerlich, muss man dazu sagen. Wie kam ich denn an der Tür nach... Oh, nochmal Hühner. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Nicht würde. Nee, kann ich ihn bringen ja nichts. Die tun mir nur leid. Könnte ich maximal mal in die Hand nehmen und streichern oder so, aber... Oh, wer ist er denn da hinten? Der will mir sicherlich... Oh! Aber ein Hexer des Schwarzen Rings. Kein Problem, den nehme ich auseinander. Was macht der eigentlich hier? Oh, wenn ich mich natürlich nicht treffen lasse... Wenn ich mich natürlich treffen lasse, dann... Oh, da geht er schon down. Ja, die Hexer sind jetzt nicht so schwer. Magie kann man ausweichen im Gegensatz zu Pfeilen. Achso, da hat er nichts gedroppt. Die Leute, ich habe ja gerade Diablo 3 gespielt und das ist also, irgendwie lassen die Leute. Oh, warte mal. Ich kann nicht. Ja, Zauber, schnell. Ich glaube, Magie macht insgesamt mehr Schaden als hier. Oh nein, noch ein Bogenschütze. Lass mich in Ruhe. Der ist böse. Ich muss was essen. Zum Bleistift, ein Brot. Brot ist immer gut. Oh Mann, ich hasse Maria, ganz ehrlich. Noch nicht. Doch. Oh, ich bin... Noch nicht. Och, es ist so dämlich. Das ist Bogenschützen einfach. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 5 Meter davor, ne? Nachdem ich den komischen... Dass er mir auch immer den automatischen Speicherspielstand anbieten würde. Ach, naja, das... Habe ich ja schon genug Worte drüber verloren. Tudum. Ach so, na gut. Wirklich dolle viel Zeit habe ich auf mich nicht verloren. Muss ich zwar nochmal den Schwarzmagier hier umnieten, aber das wird schon klappen. Na komm, guck. Da steht übrigens so eine Frucht, die kann ich mitnehmen. Treffe ich den? Na, er hat mich gesehen. Sehr gut. Hallo, Junge. Nee. Was wirft der eigentlich für lustige Sch-
Ausweichen, Schätzchen. Hä? Man kann mit Magie verfehlen? Aua. Oh, der hat mir aber deutlich mehr Schaden gemacht als beim letzten Mal, glaube ich. Fettfarm. Naja. Oh, speichern wir ab nach den hier. Der Schlimmste ist, du kannst ja Bogenschütze nicht mal im Nahkampf begegnen, all die Weil, die einfach weiterschießen mit ihren Unfairbogen. Noch nicht. Wie noch nicht? Es pressiert. Oh, da ist noch einer. Oh nein, ich bin tot, ich bin tot. Noch nicht. Ich könnte jetzt einen Trank... Ja, gut, trinken wir mal einen Trank. 74, 134. Oh, ich bin noch nicht. Wie gesagt, finde ich leicht unfair. Selbst wenn die Pfeile noch so schnell sind, müsste man den trotzdem ausweichen können, wenn man weit genug wegsteht. Gut, jetzt stand ich gerade echt nah dran und habe quasi gekuschelt mit den Freunden hier. Und warum brennen die hier überall rum? Och Mann, ich hasse Speer, ganz ehrlich. Wer hat den bitte schon erlaubt, einen Bogen in Hand zu nehmen? Ich hoffe, in Zukunft wird keiner mehr einen Bogen haben. Alle sind Magier oder so. Sonst war es immer noch andersrum, dass Magier einen immer getroffen hat, weil Magie generell zu mächtig war. Und jetzt sind hier... Ich kann nicht. Na, zum Glück halten die nicht allzu viel aus, die Magier, die Speer des Schwarzen Ringes, Stufe 11. Einzeln geht's noch. Ich glaube, sobald zwei Stück auf einmal kommen, war es das gewesen für mich. Ich speichere mal lieber nochmal ab. Wo ich gerade brutal wenig Mana habe, muss ich sagen. Gibt's hier endlich noch irgendwas zu holen? Beziehungsweise einen logischen Grund, warum ich mich hier, warum ich mir das antun sollte? Also ich meine, es ist ja irgendwie gerade hier... Oh, Goblins. Goblins habe ich immer eine Chance. Weil man gerade nicht so viel erkennt, verdammt, das 1280p. Was? 720p natürlich. Oh, da ist unten ist ein Hebel. Vielleicht explodiert in der Felsen. Ich versuch's einfach mal. Hallo. Hallo, Hebel. Geht doch. Ich kann nicht. Feuerball, Mann. Gut. Frau. Verdammt, kein Mana mehr. Ja, okay, Mana ist nicht so. Der Sieg ist mein. Echt? Aber gut, dass hier die Hälfte der Leute hier nichts macht. Und nur doof rumsteht. Und ich hier mit rechts nach rechts laufen und Mausklicken. Warum schieße ich eigentlich den Häuptling? Der greift mich eh nicht an. Hm. Ich habe den, der mich angegriffen hat, der einzige, der mich angegriffen hat, als letztes getötet. Das war natürlich taktisch nicht so sauber. Snowden. Es gibt hier immer was zu entdecken in dem Spiel, auch wenn das meiste irgendwie ziemlich unkommentiert ist und da irgendwie kein Text zusteht und man nicht so richtig weiß, was das sein soll. Und dann ist noch eine... Ach, ich mag Goblins. Die haben wenigstens keine Bogenschützen. Zumindest bin ich noch keinem begegnet. Die haben eine geringe Aggro-Range, die Penner. Reagier nochmal, danke. Ich sehe schon kommen... Ist echt da beinahe reingerannt. Ich sehe schon kommen, der droppt jetzt gleich hier. Warte, dann ärgere ich mich wieder, dass der... Ja, jetzt lass dich heilen, genau. Hallo? Ich will auch heilen können. Ach nee, war Stufe 15, ne? Hä? Wie jetzt? Ist ja nicht mehr... Geh doch. Ich bräuchte noch besser... Warum ist hier nicht schon wieder Goblin landet? Die waren... Lass mich doch mal in Ruhe! Alter. Warum? Hallo? Ist ja wirklich mal... Ey, wie die zu fünft auf mich hier drauf zaubern. Ja, ich weiß, Magie ist im Gegensatz zu Bogenschütz immer noch ein Geschenk, aber... Ja, jetzt heilt euch! Genau, ich habe keinen, der mich heilt. Warum habe ich niemanden, der mich heilt? Ja, dann doch noch alle noch mehr hinter mir her. Gott, das ist...